Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu StumbleGuys mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder alleine hier, weil wir einige Maps haben, die ich antesten möchte. Zuvor holen wir uns aber Fußabdrücke und einen zufälligen Skin. Ich bin gespannt, was wir bekommen, Leute. Selten oder besser. Also let's go. Vielleicht sogar etwas Legendäres. Wir haben einen Ninja bekommen. Den nutzen wir auch direkt. Zudem haben wir Missionen. Genau, das bekommen wir dann hier. So. Ich würde sagen, wir können ja noch, stimmt, wir können ja hier oben noch eine kostenlose Ziehung machen. Dann ziehen wir hier kostenlos auch nochmal was und gucken, was uns erwartet. Als Dumbledore. Das ist in Ordnung. Eine Mission haben wir abgeschlossen. So, okay, gut. Dann gehen wir mal in das Barbie Malibu Chaos. Wie gesagt, mittlerweile ist eine Cooperation zwischen StumbleGuys und Barbie entstanden, das vier neue Skins und eine neue Map zur Folge hatte. Und diese ist vom Spielprinzip her nochmal anders als alle anderen. Barbie Dream Dash, Träume liefern. Okay, gut. Die Leute wünschen sich jetzt hier Gitarren. Also ist es nun unsere. Ja. Unsere Aufgabe ist es, Gitarren zu organisieren. Oh, das war. Oh. Ich habe sie abgeliefert. Nachdem man das gemacht hat, muss man warten. Es geht nämlich weiter so lange, bis welche raus sind. Oh. 16 von 16 sind raus. Ich habe mich direkt qualifiziert. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt in die nächste Runde rein. Mal gucken, was uns jetzt als nächstes erwartet. Und wenn ihr keine weiteren Folgen von StumbleGuys verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Aktiviert die Glocke, so werdet ihr keine weiteren Videos verpassen. So. Jetzt gehen wir hier durch. Nein. Easy, Leute. Einmal durchgerusht. Ja, also ich finde es übrigens interessant, dass welche Cooperations StumbleGuys so alles eingeht. Mit Barbie, mit Nerf, mit Rabbids. Also interessant finde ich das schon. So, das können wir sogar gewinnen, Leute, deswegen. Strengen wir uns einfach mal ein bisschen an. Netter Versuch. Der Penner hat uns versucht wegzuhauen. Das wird ihm nichts bringen, denn er hat sich gerettet. Das ist unglaublich. Ja, jetzt nicht zumindest. Nein, und da bin ich selbst raus, Leute. Wir gucken uns diese Werbung an. Wir sehen uns sofort wieder. So, Leute, damit habe ich hier einmal das gezeigt.
Aber wir können auch noch heute ein Turnier machen. Erst einmal holen wir jetzt hier die Aufgaben. Doch gemacht hat. Hier warum? Lol, meine Missionsziele werden einfach weggemacht. Okay. Dankeschön. Danke, Merkel. Wir spielen noch eine normale Runde. Und ja, gucken mal, was uns da alles so erwartet. Spin the round. Let's go, Leute. Jawohl! Seht ihr, so funktioniert das, Leute. So macht man das. Easy! Und da ist man drin. Dann gucken wir uns jetzt mal Max Attack an. Jawohl. Ah, schade. Grüße gehen raus an Max Attack 21. Bei einer größeren Runde ist euch ja wahrscheinlich auch aufgefallen, mache ich ja auch größere Parts, wenn wir so zu mit mehreren Leuten spielen oder wenn ich einen Mitspieler habe. Wenn ich alleine spiele, mache ich immer so kleine Parts für zwischendurch. Nein, ich bin dann. Das gibt's doch nicht. So. Jawohl! Ins Finale! So, ihr seht es, wir kommen hier gut durch. Oh mein Gott, als letzter qualifiziert hier, aber es läuft, Leute. Wir sind gut dabei. Und wenn ihr ja auch mal mitspielen wollt, ihr seht ja meinen Namen. Wenn ihr seht, dass wir online sind, oder wenn ich online bin, dann nehme ich ja auch gerne mal Leute einfach so in die Runden rein. Beziehungsweise ihr könnt ja auch einfach den Discord joinen. Den werde ich auch dieses Mal in die Videobeschreibung packen. Oh mein Gott, das wird Bombardement. Jo, alles klar. Einmal abgeblockt hier für euch. Zwei von sieben sind drauf, Leute. Das heißt, wir sind auch zu fünft. Nee, zu sechst. Okay, es wird immer mehr vernichtet hier, aber es scheint gerade noch so zu sein, als ob wir alle noch gut einigermaßen durchkommen. Ich sollte echt mal mein Maul halten. So, wir haben hier noch mal. Oh, wir bekommen 20 Juwelen. Aus dem Soll war einmal am Draht drehen.
Machen wir. Wir sehen uns sofort wieder. Es wurde ja nicht gesagt, an welchem Rad wir drehen sollen. Und da ich diese Tokens ja auch gerne sammeln möchte. Boah, gut. 20 Tokens. Wir haben aber einmal am Rad gedreht und haben nochmal da die Tokens bekommen. Jawohl, dafür gibt es nochmal 2 Punkte und da bekommen wir die nächsten Sterne für. Und da gibt es, was kriegen wir? Ein zufälliges Skin und eine Sportanimation. Ich würde sagen, den zufälligen Skin sparen wir uns für was anderes auf. Machen wir noch eine Runde und dann denke ich, sind wir eigentlich auch schon am Ende des Parts heute angekommen. Adduction Avenue. Wunderbar, Leute. Let's go. Das hat nicht funktioniert. Das hat aber super funktioniert. Das funktioniert gerade super, sogar super, super, super. Jawohl, ich glaube, wir kommen hier gut durch. Der Anfang lief zwar nicht so sauber, aber dafür sind wir jetzt gut dabei. Jawohl, wir sind rausgesprungen. I love Kim. Niedlich. Tschüss, i.love.kim, aber Grüße gehen raus trotzdem an dich. Humble Stumble. Wow, das geht ja. Ist alles im Bereich der Möglichkeiten. Also let's go, Leute. Daran scheitert es jetzt hier schon mal bei den ersten, denke ich. So qualifizieren wir uns. Wunderbar, ey. Läuft doch wieder richtig wie am Schnürchen. Rush Hour. Fall nicht. Das ist. Rush Hour ist auch geil. Vielleicht holen wir uns auch heute nochmal eine Krone. Wäre natürlich auch was Geiles. Schön Status hier. Einer von 7 sind ist raus, ja, dann wechsle ich mal schnell hier rüber. Hör auf, immer eine Bananenfeuer, welche Scheiße. Du dummer Penner. Jo, da ist der nächste weg. Tschüss. Vier von sieben sind raus, Leute. Das dauert also nicht mehr lange. Oh mein Gott.
Jetzt wird's witzig hier, Leute. Witzig, aber nicht unschaffbar. Nein! Nein! Ah! Wir sehen uns sofort wieder, Leute. Wunderbar, Leute. Dann gucken wir nochmal hier rein. Als nächstes bekommen wir einen epischen oder besseren Skin. Wir sind fast durch mit dem Pass und kriegen den nächsten Special. Ich würde sagen, wir gucken uns aber noch eine Werbung an und dann sind wir auch durch. Und das Rad dreht sich, Leute. Mal gucken, was wir bekommen. Willy Pinguin. Wunderbar. Da geht's nächstes Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein, macht's gut und tschüss.